Menschen grenzt hat sich vorne, haben sich am Sonntag tumultartige Szenen abgespielt und 500 Migranten stürmen die Grenze zwischen Mexiko und den USA. Der US-Grenzschutz setzt daraufhin dringend Gas ein und schließt die Grenze. Als wir zu dieser Seite gingen, begannen sie Tränengas auf uns zu werfen und es gab viele Kinder.